Okay, an diesem 12. April verliert der VfL 31-32 gegen den Thüringer AC. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit den beiden Trainern. Den Anfang macht Herbert Müller. Dein Fazit bitte. Ja, ich denke, man kann wieder nur ein Kompliment an beide Mannschaften aussprechen. Wenn man so in der Endphase einer Meisterschaft ist, wir haben mal gezählt, ich glaube, meine Spieler haben inzwischen 61 Punktspiele in den Knochen. Und wenn man dann sieht, dass noch 8 Hanseln übrig geblieben sind und dann nochmal über 16 Minuten so ein Kampfspiel hat, dann muss man an beide Mannschaften ein Riesenkompliment aussprechen. Weil hier war Tempo-Handball, hier war Rasse und Klasse geboten. Die Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Es war mal wieder mit offenem Visier und spannend bis zum Ende. Ich habe gedacht, 7 Minuten vor Schluss, beim 31-25, dass wir das Ding dann ruhiger nach Hause bringen können. Aber es ist halt so. Leszek und seine Truppe geben nie auf und man ist sich da nie sicher, erst wenn wirklich der Schlusspfiff dann ertönt ist. Weil ich finde, dass man in der Phase müssen wir cleverer agieren und dann das Spiel sicherer nach Hause bringen. Wir haben in der Phase 2, 3 sehr, sehr klare von außen liegen lassen, einen 7 Meter verworfen und schmeißen den Ball nochmal völlig unbedrängt am Schluss ins Aus, wo ich noch ein Timeout habe, das ich gerade hinlegen wollte. Da haben wir ein bisschen zu überhastet dann agiert. Aber ich sag's nochmal, der Kräfteverschleiß bei uns, das ist unglaublich, was diese Mannschaft da mitmachen musste in diesem Jahr. Man sieht ja auch, wir waren mit 8 Leuten da. Ich glaube auch, dass wir in der ersten Halbzeit das verpasst haben, als wir auch sehr gut angefangen haben, 6-2 geführt haben, dort schon ein bisschen diesen Vorsprung zu halten. Wir waren schlecht in der Deckung gestanden, haben vor allem sehr, sehr schlecht gegen den Kreis gedeckt, haben dort die Bodenpässe überhaupt nicht neutralisieren können, haben auch die Hüftwürfe zugelassen und sehr viele 7 Meter bekommen. Und von daher muss ich sagen, dass ich dann eben bei dieser klaren Führung der zweiten Halbzeit gehofft habe, jetzt wird es ruhiger, aber ich kenne ja meinen Kollegen, es wird nie aufgegeben und das ist das Tolle an Oldenburg, ein Kompliment nochmal an beide Mannschaften. Leszek, trotz der knappen Niederlage zufrieden mit dem Spiel? Ich bin nicht unglücklich, weil wir tatsächlich ein gutes Spiel letztendlich gemacht haben. Ich bin sehr unglücklich mit dieser Phase, wo wir 6-0, also da gab es eine Phase von 25-24 für uns und da haben wir erlaubt, 6 Tore nacheinander zu werfen. Und da, obwohl wir mit dieser offensiven Deckung-Variante eigentlich sehr gut gespielt haben, plötzlich haben wir aufgehört, uns zu bewegen und Erfurt beginnt mit Positionwechselspiel ohne Ball und natürlich entscheiden sie diese Aktionen für sich. Das war sicherlich eine entscheidende Phase für den Spielverlauf. Dieser Kampf bis zum Ende, das ist toll und natürlich dadurch verdient auch mein Team großes Kompliment. Schade, dass solche Spiele sind nicht irgendwie anders belohnt, weil ich glaube, dass keiner von uns böse wird, wenn wir doch mit einem Punkt vielleicht dieses Spiel beendet hätten. Aber wir haben gegen ein großartiges Team gespielt, die trotz personeller Probleme immer mit dieser ersten Besetzung über Spielerinnen verfügt, die meiner Meinung nach Weltklasse-Niveau präsentieren. Und Herbert spielt super Handball. Er hat immer Antwort gefunden auf bestimmte Sachen, die wir gemacht haben. Und das ist natürlich das, was diese Mannschaft auszeichnet. Wir konnten vielleicht heute nicht mehr, obwohl heute war meiner Meinung nach doch ein bisschen mehr möglich. Ja, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Zeit, diese Spiele vernünftig zu analysieren. Ich muss mal nochmal das irgendwie ruhig sehen. Aber meiner Meinung nach, diese Phase, wo wir 6-0 tatsächlich verloren haben, war absolut entscheidend für den Spielverlauf. Hätten wir diesen Kontakt bis zum Ende gehalten, vielleicht konnten wir noch sogar gewinnen. Aber so ist Handball. Wir spielen 55 Minuten ausgeglichener Handball, aber leider nicht 60. Und das war entscheidend. Herbert, was ist da passiert aus deiner Sicht in dieser Phase nach dem 25-24? Leszek hat schon recht, wir haben uns dann viel besser bewegt. Wir haben diese offensive Deckung im Timeout haben wir besprochen, dass wir 2, 3 Spielhandlungen, die wir eingeübt haben, machen wollten. Wir wollten vor allem viel auf 2 Kreis auflösen und dann versuchen, viel Positionswechsel und viel Bewegung reinzubringen. Und das haben wir in der Phase dann ganz, ganz gut geschafft und haben dann die Tore gemacht, die wir hinten raus dann eben nicht mehr gemacht haben. Man muss sich mal vorstellen, wir haben ja selbst aus dem eigenen Freiwurf haben wir den Ball hergegeben. Wir hatten den Freiwurf und bleiben im Freiwurf einfach stehen und lassen und konnte von Oldenburg zu. Man muss ja diese Geschichten auch mal sehen. Also das ist wirklich dann ganz eigenartig hinten raus gewesen und
Es ist natürlich klar, Leszek beanstandet genau diesen 0-6-Lauf und ich muss natürlich aus meiner Sicht dann hinten raus dieses ab dem 31-25 bemängeln und sagen, hey, da müssen wir viel konzentrierter sein, da kann ich doch nicht im Freiwurf einfach stehen bleiben und zuschauen, wie Holtmann dann Konter läuft, obwohl ich den Ball habe. Das sind so einfache Fehler, aber ich sag's nochmal, der Kraftverschleiß war in dieser Saison unglaublich. Ich habe es ja erwähnt, man muss sich das mal vorstellen, 61 Punktspiele. Und wir reden jetzt von keinen Vorbereitungsspielen, sondern nur Pflichtspiele. Und das ist inklusive Länderspiele. Ja, mit der Nationalmannschaft noch mit dazu, natürlich. Alles dann offizielle Spiele, wo man ja wirklich auch nicht zurückstecken kann, weil es sind ja doch auch EM-Qualifikationsspiele. Und von daher ist das, ich sage es nochmal, ich bin sehr froh, dass wir nächstes Jahr einen normalen Modus haben. Der Countdown läuft, wir haben jetzt die Hälfte der Meisterrunde hinter uns. Wir brauchen noch einen Sieg und jetzt müsste es fast mit dem Teufel zugehen, wenn wir den in 5 Spielen nicht holen, bei 3 ausstehenden Heimspielen. Eine Frage noch zum Spiel. Ihr seid mit 8 Feldspielerinnen angereist und 7 hast du nur eingesetzt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Und nicht die Gefahr sehr groß, dass Thüringen am Ende Kräfte verliert, weil ja beide Mannschaften noch von Anfang an auf extremes Tempo gegangen sind, wie ihr es ja auch beide im Vorfeld gesagt habt? Ja, das ist der Handball, den wir ja beide praktizieren. Darum macht das ja so viel Spaß, weil hier immer Tempo auf allerhöchstem Niveau geboten wird. Das ist ja internationale Klasse, was da dann stattfindet vom Tempospiel her. Ich denke, deckungsmäßig müssen beide Mannschaften zulegen. Wir versuchen aber, und ich bin davon überzeugt, Leszek macht das ganz genauso, unsere Spielerinnen so vorzubereiten, und darum haben wir auch 8 Wochen Vorbereitung, dass jede von ihnen 60 Minuten durchspielen kann. Das muss das Ziel sein. Und da muss jeder in der Lage sein, das auch durchzuziehen. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, René? Du hast es schon gesagt, Thüringen war mit wenig Leuten angereist. Gab es Verletzte? Ja, es ist so, dass wir 2 Kreuzbandrisse haben, die schon die ganze Saison ausfallen, mit Kerstin Wohlbold und Lydia Jakubisova. Anja Althaus hat ein Knochenödem im Knie, die braucht 4 Wochen. Sonja Frei muss operiert werden, die hat einen gutartigen Tumor am Schienbein, die wird nächsten Mittwoch operiert. Jetzt muss ich kurz überlegen, wen habe ich noch vergessen? Franziska Mietzner, als wir bei der Nationalmannschaft waren, hat sie sich einen Nasenbeinbruch zugezogen. Fällt also auch 4 Wochen aus und jetzt haben wir schon, wir sprechen jetzt schon von 5 Nationalspielerinnen und so sind wir dann eben mit diesen 8 Leuten geblieben. Und trotzdem, Sie haben es gesagt, viele Punktspiele, aber den Rückraum von THC hat gekämpft und durchgespielt, es ist doch klasse. Ja, ich wiederhole es nochmal, wir versuchen uns so vorzubereiten, dass jede 60 Minuten spielen kann. Natürlich versucht man, es ist ja immer so ein Traum von jedem Trainer, dass er jede Position doppelt besetzt hat und da frei nach Schnauze wechseln kann. Allerdings, ich sage es ganz ehrlich, wenn ich das Gefühl habe, in dieser Formation, wenn wir das so durchziehen, gewinnen wir dieses Spiel, dann lasse ich einfach meine Finger draus. Und du nicht irgendwie noch was beeinflussen, was nicht beeinflusst werden muss, sondern lass es laufen, wisch den Mund nachher ab, geh nach Hause und gib mir jetzt Regenerativpausen. Aber Herbert hat schon auch mit eigentlich 7 oder 8 Leuten in Nürnberg auch Titel gewonnen. Ja, also auch ja sogar ganze Saison. Ja. Vergleichbare Probleme. Insofern, man merkt, dass er die Leute gut vorbereitet hat und die sind in der Lage, bis zum Saisonende ebenso zu spielen. Und unabhängig davon, dass die individuelle Klasse natürlich, wenn man eine Barbosa hat, Gornaya, eigentlich die erste 7 ist hervorragend. Das ist ein super Team. Und auch wenn ein oder andere Alternative fällt, trotzdem hat er wirklich klasse Leute zur Verfügung, die, ich betone, die gut vorbereitet sind. Weil, bitte glaubt ihr nicht, dass eine Mannschaft, die man auch, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, zusammenstellt, wird ohne gute Trainer funktionieren. Ich habe so oft schon, wenn um meine Vergangenheit geht, gehört, das sind Teams, die alle spielen alleine, da braucht man keinen Trainer. Das ist der größte Quatsch überhaupt. Man muss dieses Team vorbereiten, das ist Teamsport, man muss die individuelle Klasse irgendwie verbinden und ein Team einfach aufbauen, organisieren. Man muss Antworten finden auf Sachen, die der Gegner macht und so weiter. Also das ist ein Prozess. Und wenn jemand diese Blödsinn-Teamer erzählt, was ich schon oft gehört habe, dass man ohne Trainer mit seiner Truppe durchmarschieren kann, ist das dummste Sache überhaupt. Aber weil ich das schon früher auch ein paar Mal gehört habe, wollte ich nur das einfach erklären.
Ich kann mir vorstellen, du sprichst sicherlich auch die Zeit von Werder Bremen ja, an. Klar. Ich meine, diese Mannschaft, die war alles andere als einfach, das muss ich auch sagen. Ich war damals ein junger Trainer, der irgendwo in der vierten Liga war und ich habe das aber sehr, sehr verfolgt. Und wenn du Leute drin hast, also da waren sicherlich Charaktere drin, die musst du erstmal in dein Spiel reinbringen. Und du hast die Alexandrina Barbosa angesprochen, die ist eine individuelle Spielerin, die hat die sensationelle Qualitäten, aber die in einen Mannschaftsverbund reinzukriegen, das ist nicht so einfach. Die ist letztes Jahr bei einer Weltklasse-Mannschaft von Vulture, die angetreten ist, um die Champions zu gewinnen, überhaupt nicht zurechtgekommen. Und die ist nur zu uns gekommen, weil sie nochmal Spaß haben wollte am Handball. Uns tut es in der Seele weh, dass wir sie verlieren, aber solche Spielerinnen können wir in Deutschland nicht halten. Da kommen andere, die können das Doppelte und Dreifache zahlen und so ist das nun mal. Das ist, im Sport ist das so und das ist auch okay so. Wir lassen sie mit einem weinenden Auge gehen, aber sie wird hier, sie hat sich so viele Freunde hier gemacht, und sie wird so schön über die Bundesliga und über Erfurt reden und auch das ist schön und wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, wir wollen alle gemeinsam diesen Titel gewinnen, ich denke, den haben wir uns nach dieser Saison definitiv auch verdient und dann sind wir sehr stolz, dass eine Alexandrina Barbosa bei uns gespielt hat, weil die hat der Bundesliga sicher im wahrsten Sinne des Wortes Farbe gegeben. Sie wird nach Fleury nach Frankreich gehen. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Leszek, für dich noch eine Frage. Ich habe gehört, einige Spieler werden den Verein verlassen. Was ist noch möglich hier in Oldenburg? Also wir beschäftigen uns natürlich sehr intensiv mit Spielerinnen, die wir für uns verpflichten und gewinnen wollen. Uns ist klar, dass wir klasse Leute verlieren, die bei uns meiner Meinung nach sehr gute Entwicklung gezeigt haben, Lois, Laura, Wiebke beendet ihre Karriere, das ist allgemein bekannt. Also ein Kollege aus Holland, er kennt nicht die aktuellen Antworten bzw. Situationen, deswegen sage ich das, was ihr schon gehört habt. Maike Schirmer, wir versuchen nach Bolivien zu gehen, weil sie dort nach Kolumbien geht sie als Erzieherin und es gibt noch ein oder andere Spielerin, die vermutlich uns verlässt. Insofern ich rechne, dass wir eine ganz starke Truppe verlieren. Logisch ist, dass wir dieses Team ergänzen müssen und klar ist, dass wir natürlich uns damit beschäftigen. Ich habe noch keine fertigen Verträge, deswegen präsentieren wir noch nicht die alle Namen. Deswegen bitte um Geduld. Klar ist aber, dass wir natürlich eine Mannschaft zukünftig präsentieren wollen, die vielleicht mehr Zeit braucht, die vielleicht noch nicht um die obere Tabellenplätze wie eben kämpft und nicht ausgeglichene Spiele gegen Thüringen HC spielen kann. Aber geben Sie mir bitte ein bisschen Zeit. Diese Zeit habe ich von Vereinsführung bekommen und ich gehe davon aus, dass wir vielleicht nach kurzer Zeit wieder eine interessante Mannschaft präsentieren können. Ich denke, auch da muss man mal die Arbeit erwähnen, die er da speziell mit den beiden Holländerinnen, wenn sie jetzt schon aus Holland kommen, wenn man da sieht, auch die Torhüterin Tess Wester, wie die sich entwickelt hat. Aber speziell, wir reden jetzt von den beiden Spielerinnen, die wahrscheinlich den Verein verlassen, also sprich Laura van der Heijden und Lois Abing, das ist eine wahre Pracht. Da kamen junge Hüpfer daher, die irgendwo bei einer Junioren-WM oder EM aufgefallen sind und die dann so zu Top-Bundesliga, ja, inzwischen, die haben ja in ganz Europa einen Namen. Da war, und hinter diesen beiden Spielern war ja ganz Europa, da waren ja Vereine dabei, wo du denkst, oho, solche Spielerinnen auszubilden, ich denke, da kann er ganz, ganz stolz drauf sein. Da hat er Riesenarbeit geleistet, weil die beiden, die hat er, sage ich mal, aus der Jugend hochgebracht und zur Weltklasse geformt. Und auch da muss man stolz als Trainer drauf sein. Traurig ist natürlich immer, weil ich mit meinen Spielerinnen auch diese menschliche Bindung versuche aufzubauen. Und das ist immer diese zweite Medaillenseite. Ich verliere nicht nur gute Spielerinnen, aber ich verliere Spielerinnen, die ja, dieses Team irgendwie mit uns gemeinsam gebildet haben und ich verliere tolle junge Mädel, die gut mit uns harmoniert haben. Das ist auch ein sehr großes Ding, die vielleicht nicht jeder sieht. Man sieht ab und zu solche Abgänge oder neue Spieler durch Geld, durch Verträge. Ich betone nochmal, unsere große Stärke war immer versucht, die jungen Menschen auch zu formen, nicht als Sportler, das ist unsere Aufgabe Nummer eins, aber menschlich auch, dass die mit den anderen gut umgehen können, dass die einfach miteinander Spaß haben und dass die auch Spaß bei dieser gemeinsamen Arbeit mit dieser
Problematik, die man immer mit ihm hat, irgendwie Spaß findet. Und ja, das ist ein Prozess. Und ich glaube, wir verstehen uns. Ist es so. Wir haben unterschiedliche Arbeitsbedingungen. Und das wissen wir beide und verstehen das beide. Und wenn man verliert eine Spielerin, die 4, 5 Jahre mit uns gearbeitet hat, oder Wiebke, die für diesen Verein 14 Jahre gearbeitet hat, mit mir 9 Jahre lang. Und Wiebke war vor 9 Jahren auch eine total unbekannte Spielerin. Glaube ich, heute können wir alle nicht nur über ihre sportliche Seite positiv reden, aber derjenige, der Wiebke menschlich kennengelernt hat, weiß, dass wir verlieren eine super junge Dame, die eigentlich noch ein paar Jahre spielen kann, leider spielt nicht. Und das ist auch mit diesen Abgängen verbunden. Und ich habe mich vorgenommen, zu versuchen, nochmal zu versuchen, VfL Oldenburg wieder von einer ja, schwierigen Situation sportlich sicherlich vielleicht nochmal zu unterstützen. Ich hoffe, dass mit meiner Erfahrung gelingt mir das. Natürlich, wir brauchen ein bisschen Geld. Natürlich, wir brauchen ein paar talentierte Spielerinnen, weil von eigenem Nachwuchs, das ist auf Bundesliga-Niveau, vor allem in Deutschland, wo Liga sehr stark ist. Bitte glauben Sie mir, ich habe schon oft gesagt, es gibt keine Vereine in Deutschland, die von eigenem Nachwuchs leben kann und ein Team auf Bundesliga-Niveau aufbauen kann. Kaufen, verpflichten und so weiter müssen wir alle. Und das ist unser Ziel. Aber wir sind sehr stolz, dass uns gelingt, ab und zu eine junge, unbekannte Spielerin, wie Kim Birke, die heute ein super Spiel wieder gemacht hat, wie Maike Schirmer, das sind Leute, die mit 17 zu uns gekommen sind. Mit Wiebke, mit Annika Meier jetzt, die machen wir nächste Schritt, mit Kira Schnack, die zum Schluss ein paar schöne Tore gemacht hat. Das sind Leute, die wahrscheinlich keine vor 2, 3 Jahren, wenn um die junge Leute geht, gekannt hat mit Maike oder mit Kim und so weiter. Kim war doch talentierte Jugendspielerin, aber das ist vielleicht dieser Unterschied, den wir beide haben. Wobei ich bin sicher, dass wenn Herbert die vergleichbaren Möglichkeiten bekommt wie ich oder gezwungen ist vielleicht oder andersrum, wird er anders arbeiten, macht er genauso gut, weil er überall, wo er war, hat er das bewiesen, dass er dieser Job ein bisschen versteht. Ich denke, das Entscheidende, was du gesagt hast, ist, dass wir das eben nicht als Job sehen. Du hast gerade die persönliche Note angesprochen, diese Kontakte, die man pflegt, wo man versucht, die Spielerinnen menschlich einzubinden, mit ihnen nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch umzugehen, ja, sie ja, zu erziehen, sie weiterzubringen. Ich denke, das ist das Entscheidende. Ich hoffe, dass solche Leute wie du hier auch gerade, was Sport betrifft, nie aussterben, weil in dem Augenblick, wo man das nur noch als Job sieht, also dann müssten wir, glaube ich, aufhören. Weil dazu haben wir viel zu viel Herzblut in unsere Vereine, in unsere Leute und da sind auch zu enge Kontakte. Also wenn ich sehe, eine Barbara Straß, die hat in Nürnberg auch bei mir, keine Ahnung, 6, 7 oder 8 Jahre gespielt, eine Steffi Ofenböck 9 Jahre, eine Miri Schimakova, da ist heute immer noch der Kontakt da. Da hegen und pflegen wir immer noch und das finde ich so schön, wenn da nicht nur Titel oder Nicht-Titel, sondern einfach, dass da irgendwas bleibt hinten raus und ich könnte das nie nur so einfach nur als Job sehen. Wenn ich mich mit Anzug und Krawatte da hinsetzen müsste und das als Job betrachten würde, müsste ich sofort aufhören, weil das wäre dann nicht meine Art. Und ich denke, du hast mir gerade aus der Seele gesprochen. Das, was du von diesen jungen Leuten gerade gesprochen hast, das ist das, warum bestimmte Leute dann, wie hast du gesagt, 4, 9 Jahre beim VfL Oldenburg geblieben sind und nicht irgendwohin anders gegangen sind. Sentimental, oder? Ja, sicherlich gibt es in Deutschland auch viele andere Trainer, die vergleichbare Job machen. Also ich glaube, Dirk Loewen macht das in Buxtehude und es gibt viele andere Kollegen, die. Ich glaube, wir sind froh insgesamt, dass wir in Deutschland das machen können, weil das Klima für Handball ist eigentlich sehr gut. Und gut, dass uns gelungen ist, eine oder andere Sache zu erreichen, weil da sieht man, dass die nächsten Schritte leider wieder von Geld ein bisschen abhängig sind und so mischt sich das alles zusammen. Aber insgesamt, ich glaube, wir können stolz sein, diesen Job zu machen. Da sind wir sicherlich stolz und ja, wir wollen das weiter tatsächlich machen. Und so sehen die Pläne, wenn um VfL Oldenburg geht. Ich glaube, dass auch in Thüringen werden wir noch nächste Jahre eine super Mannschaft sehen. Und erstmal wird der vierte Mal. Werden wir uns wieder begegnen und Komplimente gegenseitig. Danke ganz herzlich. Schönes Wochenende. Ihr werdet doch nächstes gegen.